Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es in der Go-Kampf-Liga weiter. Ein besonderer Rang. Frisch Rang 15 geworden. Also bekomme ich bei jedem Sieg ein Sonderbonbon. Mal sehen, ob das klappt. Ich gehe mit meinem Standardteam in die Hyperliga. Weil es aktuell die Hyperliga gibt, ihr könnt die Termine ja auf dem Video sehen, auf dem Hintergrund, wie auch immer. So, der erste Gegner hat ein Ampharos. Okay. Du wirst wahrscheinlich gerne Ladungsstoß oder sowas einsetzen. Dagegen müsste ich ja neutral sein und ich nehme trotzdem die Aquahaubitze, weil ein Ampharos hält jetzt nicht so viel aus, dass es, das ist vielleicht nicht so. Ja, blöderweise habe ich jetzt hier schon die Aquahaubitze aktiv gehabt und er hat gewechselt. Und es kommt ein Dragoran, okay. Dann wechsle ich auch. Mit Giratina. Ist zwar blöd, weil jetzt kommt bestimmt eine Drachenklaue. Genau. Ja, den einen oder anderen muss ich dann vielleicht doch schilden. Ich farm dich jetzt hier runter. Wunderbar, das hat ja gut geklappt. Jetzt bin ich gespannt auf das nächste Pokémon. Das dauert aber sehr lang. Und es kommt Ampharos wieder rein. Ich gehe mal davon aus, er macht jetzt Drachenklaue. Nicht Drachenklaue. Okay, Donnerschlag. Ja, okay. Mit Donnerschlag habe ich jetzt immer überhaupt nicht gerechnet. Dann warte ich jetzt mal ab, was als nächstes kommt. Nochmal Donnerschlag. Genau. So, jetzt komme ich aber mit der Drachenklaue. Ich denke, die wird nicht reichen, um Ampharos hier zu besiegen. Aber vielleicht... Ha, ein Schild. Okay. Okay, okay, okay. Ah, schade. Ich wollte eigentlich wissen, wie viel Schaden das macht. Na gut, wurde gewechselt, wieder mal, auf Roserade. Ich wollte Roselia sagen. So, aber Giratina ist jetzt gleich down. Nein, hier setze ich kein Schild mehr ein. So, Meteorologe. Okay. Dann nehmen wir natürlich Alola Slimog und nicht Sumpex. Weil wenn ein Pflanzen-Pokémon da ist, mit Pflanzenattacken, ist ja wohl klar. Ich würde jetzt die Attacke mal durchlassen. Ja, das braucht man nicht unbedingt chillen. Das, so stark ist das jetzt nicht. Ich gehe einfach mal auf die Unlichtattacke. Ich denke, die Giftattacke wird jetzt hier nicht so viel machen. Weil du auch gleichzeitig ein Gift-Pokémon bist. Wunderbar, Finsteraura hat dich besiegt. So, Ampharos ist noch am Start. Oder schon wieder. Sehr wechselfreudig, dieser Gegner. Definitiv. Ein Donnerschlag, ja. Also hier ist tatsächlich Donnerschlag drauf. Interessant. Und er hat aufgegeben und geht raus. Okay. Schon mal der erste Sieg reingefahren hier. Wunderbar. Nächster Kampf. Und wieder in dieselbe Liga. Im Primärcup kann ich ja nicht kämpfen, weil ich Giratina im Team habe. So, die nächste Gegnerin. Und der Kampf geht los. Was haben wir denn schönes? Sumpex gegen Giratina. Na, schlecht. Sehr, sehr schlecht. Gleich als allererstes vielleicht auf Erdbeben gehen die meisten Schilden die erste Attacke sowieso nicht. Interessante Sofortattacke auf dieses Giratina. Ich schilde nicht, weil Giratina fast nur Attacken hat, die man gar nicht schilden muss. Außer sie sind effektiv vielleicht. Deswegen, es war auch die Drachenklaue, von daher passt das. So, Erdbeben. Schild, okay. Ich glaube, ich bleibe aber einfach auf Erdbeben, weil die Aquahaubitze, die macht wirklich quasi gar nichts. Ich denke, das überlebe ich noch, deswegen lasse ich das Schild noch.
müsste hier nochmal zum Erdbeben kommen. Wenn du schildest, dann ist es halt so. Und dann gucken wir mal. Ja, wieder ein Schild. Das ist klar. Also mit zwei Schilden schaffe ich das hier nicht. Dann lasse ich Sumpex jetzt kaputt gehen, damit ich ein anderes Pokémon auswählen kann. Und zwar Giratina. So, mal sehen, wie viel. Also Drachenklaue, klar. Würde ich ja jetzt auch einsetzen. Ja, wirklich schilden muss man da jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht, wenn es Richtung Ende geht, bevor es dann stirbt, dass man dann vielleicht nochmal schildet. Aber theoretisch müsste ich ja das Giratina zuerst besiegt bekommen. Ich schilde hier nicht und werde dich runterfarmen. So, und dann setzt du ein neues Pokémon ein. Das finde ich dann gut. Okay, du wechselst. Auf Empoleon. Na, toll. Ja, mein Konter gegen Empoleon ist schon weg. Keine Ahnung, ob Alola Slymog das schaffen würde. Ich hau jetzt hier noch eine Drachenklaue raus. Wäre wahrscheinlich, vielleicht ist es sogar intelligenter, wäre es intelligenter gewesen, wenn ich vorher jetzt gewechselt hätte. Aber jetzt ist definitiv eh zu spät. Da war jetzt so wenig Energie drauf, das hätte sich so oder so nicht mehr gelohnt. Tja. Was kann denn Polia nochmal? Außer Aquahaubitze. Ja gut, die nächsten zwei Attacken muss ich alle schilden. Also Schild 1. Hast du danach noch ein volles Pokémon? Ja, also ich glaube, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich ja mal sowas von überhaupt nicht. So, Empoleon ist down. Nein, Cresselia. Das ist zwar schön und gut, aber das ist ja sowas von bulkig. Also das Pokémon hält ja so viel aus, dass ich da, keine Ahnung, gefühlt... Also zwei Finsterauren könnten hier eventuell nicht reichen. Und das ist halt natürlich ein Riesenproblem. Bin gespannt. Ich bin ja mal gespannt. Also ich glaube, das wird ein knapper Sieg. Knappe Niederlage, meine ich. Für mich. Knapper Sieg für den Gegner, meine ich natürlich. Das war, glaube ich, die erste Aussage dazu. So, Finsteraura. Das sag ich doch. Es reicht noch nicht mal, um dieses Cresselia zu besiegen. Ah, das war's. Das war's. Also ich denke, du machst jetzt das Alola Slymog jetzt down. Ja, auch wenn es Seher gewesen ist, also eine Psycho-Attacke, aber ne, keine Chance. Weil ich vielleicht aber auch schlecht gespielt habe. Aber der Start war halt auch schon ziemlich blöd, muss ich sagen. Sehr blöd. Der nächste Gegner ist übrigens schon Rang 17. Ein Gyarados. Mhm. Mal sehen, welche Sofortattacke hast du drauf? Drache? Ja, die Drachenattacke. Gyarados hält, glaube ich, nicht viel aus. Da kann man, glaube ich, locker auf die Aquahaubitze gehen. Das sieht gut aus. Na, obwohl es geht. Das sind drei Aquahaubitzen, die ich hier raushauen muss. Ich lasse die erste Attacke durch. Es ist Nassschweif, okay. Der zweite Nassschweif wird mich dann tatsächlich schon besiegen können, wenn ich nicht schilde. Das sehe ich hier deutlich. Das ist ärgerlich. Ist halt auch die Frage, wie schnell kommt er jetzt dazu? Also ich setze jetzt hier ein Schild ein, weil ich möchte ja, dass Gyarados zuerst besiegt wird, damit ich einen Wechselvorteil bekomme. So, hier kommt die nächste Aquahaubitze. Schön, er hat nicht geschildert. Nice. Sehr nice. Dann kann ich nämlich jetzt sehen, was du als nächstes einsetzen möchtest. Ein Lapras.
sehr wasserlastig, sein Team. Tja, dann nehme ich Alola Slymog, weil Lapras hat gerne Eisattacken. Das mag so Giratina so überhaupt nicht. Ist ein bisschen kälteempfindlich wahrscheinlich. Schilden oder nicht schilden? Kein Schild. Es ist ein Surfer. Ja, den bräuchte ich definitiv nicht schilden, würde ich sagen. Es ist jetzt halt die Frage, bleibt der Gegner auf Surfer? Wäre natürlich gut, wenn du auf Surfer bleibst. So, erstes Schild vom Gegner. Ich würde es nochmal dabei belassen und stecke den Surfer hoffentlich ein. Ja, Surfer. Gut. Komm, Finsteraura. Naja. Gut, der Schaden ist jetzt nicht so dolle. Ich muss leider schilden. Also ich will definitiv nicht... Achso, ich hätte, vielleicht hätte ich auch auf Giratina gehen können. Aber ich gehe davon aus, dass er dann, dass dann genau die Attacke kommt, die ich nicht will. So wie Eisstrahl oder so. Noch ein Schild. Okay, so, Gegner hat keine Schilde mehr und Alola Slymog ist jetzt down. Okay, ich habe aber auch keine Schilde mehr, wohlgemerkt. Genau, die Sofortattacke macht mich schon ziemlich fertig. Jetzt bin ich gespannt. Surfer, bitte, Surfer, Surfer. Eisstrahl, sag ich doch. Richtig eingeschätzt, das wird wohl hier nichts mehr. Ich weiß gar nicht, was du noch hast. Noch ein komplett volles Pokémon hinten drin, oder was? So, Lapras besiegt. Ja, ein komplett volles Pokémon und zwar ein Giratina. Damit habe ich verloren, weil ich habe keinen Energiehaushalt mehr. Das ist ein verlorener Kampf. Schade. Sehr schade. Geh mal raus. Das lohnt sich nicht. Auch wenn, der hätte jetzt noch zwei Sofortattacken oder so gemacht und dann wäre es auch vorbei gewesen. Aber ja, nächster Kampf. Auf geht's, auf geht's. Wieder einer auf Rang 17, okay. Sumpex gegen Glurak. Sehr schön. Ausnahmsweise mal hier absolut im Vorteil. Der Gegner wird bestimmt genau bei der Aquahaubitze rauswechseln. Oder jetzt halt ein Schild einsetzen, denke ich mal. Du wirst doch jetzt nicht hier... Genau. Da ist das Schild und dann kommt der Wechsel auf Bisaflor. Ich hoffe mein... Nein, ich habe... Doch, ich habe richtig gewechselt. Okay. Ja, aber Zumpex hat echt einen massiven Schaden davon getragen. Schon übel. Ich denke mal, der Gegner schildet. Nö, tut er nicht. Danach die Finsteraura, würde ich sagen. Möchte ich hier schilden? Ich schilde mal. Ja, ist eine Matschbombe. Ich glaube, die macht auch super schönen Schaden. So, jetzt hier noch eine Finsteraura. Bin gespannt, ob du ein Schild einsetzt. Nein, okay. So, Bisaflor besiegt. Jetzt kommt natürlich Glurak rein. Obwohl, nee, natürlich. Ist ja kein Pflanzen-Pokémon. Boah, ich gehe mal davon aus, du machst Drachenklaue. Nein, Hitzekoller. Ja, das war... Ah, oh, nee, damit habe ich nicht gerechnet. Komm, hier. Sumpex rein, Aquahaubitze. Hast du noch ein Schild? Nein, doch, hast du. Nein, doch, hast du. Und wieder ein Wechsel und leider ein falscher Wechsel. Es ist Granbull. Null Chance mit meinem Giratina hier überhaupt irgendwas reißen zu können. Ach Mann. Das ist jetzt doof. Ja, das ist jetzt super gleich. Das ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Komm, vergiss es. Keine Chance. Null. Naja, manchmal passt es halt einfach nicht. Egal. Einfach weitermachen, Leute. Einfach weitermachen. Wer weiterspielt, der kommt voran.
Wer nicht spielt, hat halt nichts davon. Rang 19, ja, jetzt übertreib doch nicht. Also ich weiß nicht, das ist halt einfach nicht gut, finde ich. Wenn man hier grundsätzlich erstmal jemanden bekommt, der weiß ich, wie viele Ränge oben drüber ist. Das kann ja sein, dass der vielleicht nicht gut ist, der Spieler, aber das ist demotivierend, Niantic, sowas, ehrlich gesagt. Naja. So, also, Granbull, wieder mal ein Charm-User, sage ich jetzt mal, ein Pokémon, das eine Charm-Sofort-Attacke hat. Sumpex mag das eigentlich auch nicht so wirklich, wie man sehen kann. Die Aquahaubitze macht aber guten Schaden. Ja, ich setze hier ein Schild ein und hoffe, dass ich nochmal zu einer Aquahaubitze komme. Aber ich glaube nicht, dass ich dazu komme. Aber ich möchte jetzt auch nicht, dass das Sumpex jetzt schon down geht. Oh, das war jetzt echt mega knapp. Also, ein Charm mehr, dann hätte es nicht mehr geklappt mit dieser letzten Aquahaubitze. Und das Granbull ist besiegt. Okay. Das ist okay, das ist super. So, dann kommt ein Melmetal. Mist. Dann muss ich auf Alola Slimeop gehen und auf Finstaura. So, schilden oder nicht schilden? Nein. Steinhagel, ja. Dieses... ja gut, das ist klar eigentlich. Das Melmetal ist auf 2400 irgendwas, klar. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Level 50er, also überhaupt nicht sogar. Von daher passt das erstmal. Ich müsste es noch überleben und deswegen bleibe ich noch. So wie es... Lasse ich das noch so, wie es ist? Genau. Komm. Finstaura. Es reicht aber nicht, um Melmetal jetzt schon zu besiegen. Das finde ich ein bisschen schade. Sehr schade. So, jetzt aber schilden. Ich will nicht mit Giratina gegen das Melmetal antreten. Und die Finstaura. Jawohl. Ich glaube, der Gegner hat kein Schild mehr und damit müsste es Melmetal down sein. Jawohl. Und das letzte Pokémon ist Sumpex. Gut, damit kann ich mit Alola Slimeok definitiv nichts anfangen. Das ist also in Ordnung. Und Giratina. Ich hoffe, Giratina kann Sumpex besiegen. Ich hoffe, du hast blind auf die Aquahaubitze rumgetippt. Jawohl. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut, würde ich sagen. Also, dann Drachenklaue. Sie meckert über Rang 19 und gewinnt gleich gegen Rang 19, ne? Und so sieht's aus. Selbst ein Erdbeben würde mich jetzt noch nicht besiegen. Und ich müsste ja ruckizucki wieder zur Drachenklaue kommen, bevor du die Aquahaubitze zünden kannst. Und damit habe ich gewonnen. Jawohl. Schön. Aber es wurde eng. Gegen Ende wurde es dann doch jetzt ein bisschen eng. Also da war ja nicht mehr viel übrig bei mir. Oh, das war's schon. Zwei Sonderbonbons. Ah, süß. Sehr süß. Ach ja, und bei diesem Rang kommt man automatisch auf Rang 16. 2500 gab es noch an Sternstaub, etwas mehr als 2500. Ist ja fast so viel wie ein Ohrdoch. Und ich habe ganze Menge Ohrdoch gefangen. Ich hoffe, ihr habt eure Farbigel alle abgeholt. So sieht es aktuell aus. 117 Siege und 200 Kämpfe habe ich durchgeführt. Bin jetzt Rang 16. Rang 20 oder Rang 21 komme ich auf jeden Fall noch, wenn man sich jetzt mal anguckt. Das Ganze läuft noch bis 31. Mai, 22 Uhr. Und dann ist die Liga, also dann ist die aktuelle Saison vorbei. Na gut,
Ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir, wie zum Beispiel meinen Discord oder meinen Twitch-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Batsch!